So Freunde, weiter geht's. Nächster Tag, also gestern Abend doch nichts mehr geworden. Einmal haben wir hier den Wiesel Power Barbecue Up. Den nehme ich heute. Und was hauen wir drauf auf unseren Santa Maria? Na, so wie es sein muss, ein geiles Bürgermeisterstück. Ein Tweetip. Oder so ähnlich, ja. Und vom Black Angus. Wo habe ich es her? Ganz einfach. My Steak Shop. Da kann man das bestellen. Ich werde es jetzt auspacken, mir nochmal genau angucken, ob ich noch irgendwas wegschneiden muss. Ja, und dann tun wir es auch schon würzen. So Leute, ein klein bisschen habe ich noch weggeschnitten. Aber jetzt schaut euch das herrliche Fleisch an. Sieht das nicht richtig geil aus? Gut, das werde ich jetzt komplett ringsrum mit dem Wiesel Power einrubben. Na, geh auf. Natürlich gleich auf der Folie. Dann habe ich nichts von dem Rub am Schluss verschwendet. Oben lassen wir natürlich den Fettdeckel drauf. Oh Gott, das ist geil werden. Einmassieren. Und so darf das gute Stück noch. Uhr gucke. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. Naja, so eine Stunde, 1,5 Stunden ziehen, bevor wir es dann auf dem Santa Maria Aufsatz drauf klatschen. Ja, genau. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir sehen uns dann draußen. Dann wäre es soweit. Unten habe ich 2 so Holzwolleanzünder drin. Bisschen Kleinholz. Ein paar Holzscheite. Und wir machen unser Feuerchen hier drin. Also vom Holz her reicht es jetzt definitiv, was drin liegt. Ich lasse es jetzt noch richtig schön ordentlich ankokeln, anfeuern. Und dann lege ich die Holzstücke halbwegs flach rein, dass wir ja, ein schönes Feuerchen drin haben auf einer schönen Fläche. Und dann können wir anfangen, unser Fleisch drauf zu tun. Und wie ich es ja schon erwähnt hatte, natürlich geht es mit dem Dreibein auch. Und eine Feuerschale unten drunter, aber ich denke jetzt hier auf der Terrasse ist das die ja, bessere Lösung. Ja Leute, dann brenne ich noch mal kurz den Rost frei, tu den noch mal abbürsteln und danach dann können wir unser Fleisch drauf tun. Noch mal abbürsteln. Die gute Barbecue Brush von Moesta. Sehr geiles Teil auch. So. Mein Schatz steht hinter der Kamera und sagt kein Wort. Sag mal was. Nein. Gibst du mir mal die Grillzange, bitte. Ist schon drauf. Ja Leute, und dann können wir es etwas herunterkurbeln und erst einmal ordentlich anwurzeln. So auf die Höhe, wie wir gern möchten. Und so richtig schön von der Flamme küssen lassen. Jetzt mache ich aber eins. Das dünnere Teil etwas mehr auf die Seite. Und kurbel es ein bisschen weiter hoch.
dass uns das Ding doch noch komplett verkokelt. Bevor wir es nachher gleich umdrehen. Ja, wie bei jedem neuen Spielzeug muss man da erst einmal ein bisschen experimentieren und probieren. Aber Leute, riechen tut's mal geil und ich denke, das kriegt man schön hin. Warum habe ich eigentlich noch nie meinen Schwenkgrill benutzt? Hat sich einfach nicht ergeben. Ja, umgedreht und weiter brutzeln lassen. Schauen wir uns mal die obere Fettseite wieder an. Ja, können wir noch ein bisschen Temperaturcheck. Ja. 21, 22, 23, dann wird es heiß. Sieht gut aus. Wir lassen es auf der Höhe maximal noch ein klein bisschen höher. Und da lassen wir dann jetzt ja, noch ein bisschen liegen, bevor man nochmal umdrehen. Unser Bürgermeisterstück, unser Zeritip. Und dann werden wir das Teil verspeisen. So, und ich würde jetzt mal sagen, bevor uns jetzt die Fettkruste komplett wegschmilzt, legen wir es so rum. Schauen wir mal nach der KT. Funktioniert das überhaupt? Ja. Hat noch wesentlich zu wenig. Ja, dann lassen wir das Ding jetzt einfach nur noch ziehen. Das kann halt jetzt eine Weile dauern. So Freunde, ich habe jetzt unten noch ein Scheitel dazu geschmissen, ein kleines. Und ja, eben etwas höher und dass wir das halt jetzt schön auf unsere 58 Grad ziehen können. Irgendwas um die 40 Grad hat es vorher gehabt. Es dauert natürlich jetzt länger als in einem geschlossenen Kugelgrill. Ganz klar, wir haben immer bloß von unten die Hitze. Ja, und das bisschen, was halt oben drüber strömt. Ja, das reicht eigentlich auch schon. Aber hey, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ganz andere Röstaromen als sonst. Ganz klar, über der offenen Flamme. Und Leute, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns nachher drinnen beim Anschnitt. Weil dann kann ich jetzt schon in Ruhe die Cam reinbringen und alles soweit herrichten. Genau. Und dann können wir das Stück präsentieren. Jawohl. Und ja, es ist dunkler als sonst. Das ist dem offenen Feuer geschuldet, aber ich finde es richtig geil. So. Mit Teilschnitt? Kannst du gerne machen. So? Ja. Immer schaut sie auf der anderen Seite ich zuerst. Ich hab's da gesehen. Na, dann machst du uns mal auf hier. Oh ne, ganz genau schnell. Boah, ist das geil. Ist das geil, Leute, oder ist das geil? Ja, und jetzt ein kleines Probiererchen für mich.
Das Messer müssen wir mal schleifen. Messer schleifen? Können wir tun. Also, ich probiere schon mal. Du probierst schon mal? Wieder mal ohne mehr? Ja, probier doch. Ja, her mit meinem Probiererchen. Aber jetzt, Leute, aber jetzt. So, Leute, dann unser Probiererchen. Boah, geil. Mehr als total geil. Leute, wir sehen uns nachher noch zum Fazit. So, Freunde, dann kommen wir zum Fazit. Also, das Tri-Tip Bürgermeisterstück von meinem Steakshop. Gigantisch, fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Link, wie immer, unten drunter. Der Barbecue-Rub von der Wiesel, der Wiesel-Power, sehr lecker, Ast rein, kann ich auch nur weiterempfehlen. Und das Fleisch, Leute, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals so saftig gehabt haben. Wow, echt wow. Schatz, was sagst du dazu? Gut war's. Gut war's. Patricia. Sehr lecker. Ja, das hört man gerne. Ja. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Leogard Santa Maria Grillaufsatz für die Weberkugel. Das ist ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein Prototyp. Ich täte jetzt, wenn es möglich wäre, statt diesen Blechen hier drin eventuell ein Vierkantrohr nehmen. Ja, das von unten bis daher. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das müssen die Jungs selber ausprobieren. Auf alle Fälle wäre dann die Führung etwas mehr gegeben, auch wenn man es etwas nach oben gekurbelt hat. Ja. Ob es natürlich dann noch so zum Rauskippen geht, ja, das müsste man ausprobieren. Das wäre jetzt mein Vorschlag hier, um die Wackelei etwas in den Griff zu bekommen, aber so schlimm ist es auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und wie gesagt, ich würde noch einen schönen Holzgriff dahin machen. Ansonsten ist das ein geiles Teil. Über die Preise, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich sowas zulegt oder dann, ja, da hinten steht das Dreibein, was ich noch nie benutzt habe. Also, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde diese Variante wirklich richtig klasse. Gut, das war's dann mit diesem Video. Leute, was soll ich sagen? Daumen nach oben würde mir gefallen. Abo würde mir natürlich auch gefallen. Und wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Video. Ciao.